Willkommen, meine Herren, zu diesem Spiel, was ihr garantiert schon erkannt habt. Es handelt sich natürlich um Besiege. Einen kleinen Sandbox-Game, nenne ich es jetzt einfach mal, wo wir uns Maschinen, Kriegsmaschinen, nennen wir es mal, bauen, um zum Beispiel so ein Haus hier zu zerstören. Ja, ich habe das Ganze schon mal gespielt, bin also deshalb nicht ganz unerfahren und wollte einfach mal sehen, was ihr davon haltet, wenn ich das hier auf den Kanal bringe. Ihr könnt mir dann auch nach und nach so ein wenig sagen, was ich denn für Maschinen bauen soll oder ja, was ich für Maschinen bauen soll. Zum Beispiel mal einen Helikopter oder mal einen Panzer oder riesige Kriegsmaschinen-Töten-Zerschlitzer und so. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Und zwar ist der Schritt 1 immer, eine Plattform zu bauen. Wie man hier links sieht, First build some wooden. Wooden Blocks into the Source Cube. So, das heißt, wir bauen hier einfach mal so eine ganz normale Plattform erstmal. Wir bauen einfach mal die nach, die sie da anzeigen. Deshalb mache ich das auch schon falsch. So, und dann bauen wir hier noch was dran. Und dann bauen wir hier noch was dran. Und schon sieht das so aus wie auf dem Bild. So, Schritt 2. Wir brauchen Räder. Und diese Räder nehmen wir hier. Das sind die Motorwheels. Und die bauen wir dann nämlich einfach mal. Oh, ich sehe gerade, ich habe was falsch gebaut. So. Ja, wir müssen ja so bauen. Das ist ja. Nee, Quatsch. Wir bauen so. So bauen wir, genau. Dann sieht das auch so aus auf dem Bild. Ich habe gerade irgendwie totale Probleme mit dem Erkennen von Dingen. So. Das dahin. So, die drehen sich in diese Richtung. Also gegen den Uhrzeigersinn. Diese ebenso. Das heißt, sie gehen in dieselbe Richtung. Das steuern wir mit dem linken und dem rechten Pfeiltaste. Jetzt setzen wir die Maschine auf den Boden. Und jetzt drücken wir auf Play. So. Und schon können wir diese Maschine nämlich steuern. Wir könnten die allerdings, das ist jetzt das Coole, man kann jeder Sache spezielle Dinge hier oben mit dem Schraubenschlüssel geben. Das heißt, wir könnten da jetzt sagen, wir geben denen mal mehr. Machen hier mal ein Kopieren dieser Einstellungen, drücken hier auf Einfügen und geben das jetzt einfach jedem. Das heißt, wir sind ein wenig schneller. Ups, so. Das sieht dann auch schon gleich ein bisschen besser aus. Direkt bisschen schneller unterwegs. So. Ich hoffe, wir treffen jetzt noch, aber ich glaube, das wird nicht mehr treffen. Oh, doch, wir haben auch getroffen. Cool. So. Und das war jetzt der erste Level. Level 2. So, destroy das Ding da oben. Okay, heißt, wir müssen jetzt schon ein wenig mehr auf Waffen gehen. So, jetzt haben wir hier nämlich die Steering Hinge. Das sind die Lenkachsen. So, es müsste eigentlich auch funktionieren. Wir schauen mal. Ja, das läuft doch. Dann können wir jetzt nämlich schon so ein bisschen steuern. Auch wenn es nicht sonderlich gut ist, aber hey. Das war früher im alten Mittelalter nicht anders, als sie ihre Riesenkatapulte gefahren haben. Und ich finde diese Blutanimation so lustig, wie die Hühner einfach zerplatzen oder die Schafe. Zum Beispiel auch Schafe zerfahren. Ist einfach so lustig. Okay, aber, okay, wir brauchen jetzt auf jeden Fall eine Waffe. Man sieht hier links unten, haben wir hier die Basics, dann haben wir hier Blocks, dann haben wir hier Mechanical, Waffen, Flugteile und die Rüstung. Wir nehmen aber jetzt erstmal hier. Ich würde sagen, wir nehmen eine normale Kanone. Shots if hated. Shots if hated? Ich kann es mir gerade nicht übersetzen. Ich bin gerade irgendwie zu doof. Aber wir setzen jetzt hier auf jeden Fall so dran. Und so dran. Und weil ich weiß, dass die Waffen sehr viel Rums haben, setzen wir hier noch so eine kleine Verstärkung mit rein. Dass das ganze Ding nicht gleich auseinanderfliegt. So. Das Ganze nämlich so aus. Dann bauen wir das ganze Teil vielleicht noch ein bisschen höher. Dann hält das auch noch besser. Wunderbar. Hier dasselbe nochmal. Hopsala. Hier dasselbe nochmal. Und hier dasselbe nochmal. Na, komm her hier. So. Baue ich hier drin einfach auch nochmal zu, dann ist das auch stabil. In Klammern hoffe ich.
Oh, hey, es wird schon hinhauen. Es wird schon hinhauen. Ich bin da jetzt ganz optimistisch. Dann machen wir hier jetzt noch zu. Nach dahin. Und da bauen wir nach dorthin. Meine Nase kratzt die ganze Zeit. Oh, was ist denn los? Ich habe jetzt auch mal keine Facecam an. Einfach weil darum. So. Würde ich jetzt sagen, lassen wir das. Gucken wir, ob das Ganze hält. Und wie das hält. Guck mal an. Das ist schon wieder hier rollende Festung. Okay, wir dürfen auf jeden Fall nicht zu viel Gas geben, sonst passiert das. Aber vielleicht könnte man sogar das Ding so schon wegrotzen. Aber wir lassen das so. Jetzt gehen wir. Was haben wir hier? Das ist neu, das kenne ich noch nicht. Das hier kenne ich auch noch nicht. Ach, das sind Torches. Ach, das sind Fackeln. Ja gut. Das ist einfach nur Deko, die könnten wir jetzt hier so anbringen, um den Angst und Schrecken zu verbreiten. Aber ich würde sagen, wir bauen hier einfach drei Kanonen drauf. Die sollten reichen. Setzen das Ding vielleicht noch ein bisschen weiter auf da, dann treffen wir auch sofort, ohne großartig zu lenken. Schießen geht hier auf C. Und dann geben wir mal ein bisschen Gas. Bäm! Und haben getroffen. So, das ganze Ding bleibt uns jetzt immer erhalten, die Maschine. Damit wir jetzt zum Beispiel in solchen Fällen hier, wo wir dann diese Dinger hier nicht treffen dürfen, das sind Bomben. Wenn ich sie doch treffen sollte, passiert Folgendes. Boom! Yeah! Ja, das passiert dann. Nicht so cool, aber hey. Unser Ziel ist jetzt einfach nur dahin zu kommen. Das heißt, jetzt sind wir darauf angewiesen, wirklich eine Lenkung zu haben. So, wenn man jetzt merkt schon, es fängt an zu ruckeln, weil eben viel hier im Betrieb ist, kann man hier links oben die Geschwindigkeiten ein wenig runterdrehen. Das geht dann gut auf die Frames. Könnt natürlich auch einfach so mal schießen. Uns den Weg freirollen, so gesehen. Und mal versuchen, ob wir da halt so durchkommen. Wie gesagt, ihr könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was für Maschinen ich als nächstes bauen soll dann, wenn wir hier mal so die Story nach und nach durchspielen. Oh. Nein, ich brenne. Nein, 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 nein. Ich hab Feuer. Oh. Ja gut, okay. Dann machen wir es eben anders. Dann machen wir es anders. Hier kommt, frisst das. Ach Mann, was ist denn los jetzt auf einmal? Gibt's doch nicht. Ich mach mal den Rahmen hier weg, das stört mich so ein bisschen. Die Fackeln mache ich auch mal weg. Pass auf. Wir lassen das Ding jetzt so. Wir könnten natürlich auch schlau sein und sagen, okay, falls wir umkippen sollten, was gut möglich ist. Dann könnten wir ja hier eigentlich auch noch so Räder dran bauen. Und dann fahren wir ja auf jeden Fall richtig weiter. So. Das wackelt, schätze ich mal so einfach. Weiß nicht, wieso es jetzt gerade so rumglitscht. Ich schätze aber, die Räder da so komisch aufeinander sitzen. Aber das soll uns gar nicht stören. Wir geben jetzt hier mal ein bisschen mehr Gas. Und fahren einfach von hinten rein. Müsste man nur aufpassen, dass man die Räder nicht zu hart einlenkt. Oh, da ist anscheinend gerade ein Schaf explodiert. Weil sonst gehen uns die Räder kaputt. Das wäre nicht so cool. Ah, komm her. Yeah. Und rein da. Nee, nein, 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 nicht dahin. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Da, genau. Jetzt geradeaus. Zählt das nicht? Komm, wir sind drin. Ey, wir sind drinne. What the fuck? Das war doch unser Ziel, oder nicht? Hallo? Wir sind im Ziel. Lungs, hier, Ziel und so. Mich verarschen? Okay. Machen wir es mal so. Reach. Ja. Einfach nur erreichen war eigentlich unser Ziel. Okay, dann machen wir es jetzt anders. Gut. Ich bin ja nicht blöd, ne? Manche behaupten es zwar, aber ich bin ja nicht blöd. Was ist da los?
Ups, da ein bisschen weit reingezoomt, würde ich auch meinen. Ich möchte auch bloß da reinbauen. Ach, hier geht's jetzt. Okay. So. So. Und dann machen wir mal hier. Du kommst auf meine 1. Du kommst auf die 2. Du kommst auf die 3. Du kommst auf 4. Du kommst auf 5. Und du kommst auf 6. Dann sollte das alles passen. Ups. Kamera bitte einmal normalisieren. Danke. Und dann gehen wir mal. Natürlich jetzt so eine Sache mit Zielen. Aber ich habe dich getroffen. Okay, dann machen wir. Okay, auf jeden Fall schon mal getroffen. So, einen haben wir noch. Wir haben die 4 noch über. Jetzt dürfen wir hier natürlich nicht durchfahren, solange das Zeug brennt. Schafe, lasst mich in Ruhe. Oh, wir haben was verloren. Wir haben unsere vorderen Bordkanonen verloren. Okay, doof. Aber hey, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Kein Problem. Wir fahren hier trotzdem durch. Könntet ihr mich bitte einfach mal kurz in Ruhe lassen? Ich würde hier gerne. Ich habe meine Steuerung nicht mehr im Griff irgendwie. So, jetzt hier so drehen. Dann hier wieder so zurück. Ja, also die Steuerung ist manchmal doch ganz schön tricky, aber das kriegen wir hin. Wir sind gut. Wir können das und wir fahren durch. Ja, wir sind drin. Und jetzt sollte es doch eigentlich. Ja, super. Wir haben uns zerstört. Ach, Mann. Okay, wieso funktioniert das nicht? Wir müssen doch bloß das Ding erreichen. So, da sind wir wieder. Aus irgendeinem Grund hatte es anscheinend nicht ganz gespeichert oder was weiß ich. Wir müssen jetzt auf jeden Fall dort hinten dieses Ding da zerstören. Und jetzt sieht man hier schon, wir werden erwartet. Oh, das war voll intelligent. Wir werden erwartet. Boom. So. Damit hätten wir die auf jeden Fall schon mal weg. Und dann fahren wir mal rüber zu unseren anderen Freunden. Aber wieso hast du hin und her glitscht? Verstehe ich nicht. Eigentlich läuft ja hier alles wunderbar. Ohne Probleme. Wir drehen hier ganz gemütlich. Weiß gar nicht, welche Kanonen ich jetzt noch offen habe. Ach, alle drei. Okay. Gut. So, weiter geht's. Oh, ja. Das ist jetzt echt. Töte 90% von denen, die hier rumlaufen. Und Gummi! Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Los, los, los. Hat auf, meinen Teil zu zerstören. Lass das. Nicht cool. Ich hoffe, wir müssen die Geschwindigkeit nochmal runterdrehen. Ich habe euch nichts getan, Leute. Lasst mich in Ruhe. Ich kann auch gerade irgendwie gar nicht drehen. Ich bin schon voller Blut. Ich will bloß in richtige Position kommen. Habe ich noch irgendwelche Kanonen? Ja, man hat nämlich auf jeder Kanone nur einen Schuss. Es kommt hinzu. Dann schnappen wir uns jetzt hier hinten rumstehen. Ja, irgendwie möchte der gerade gar nicht mehr lenken, ne? Das ist ja so ein bisschen gar nicht cool, aber das wird. Wir müssen das Ganze nur irgendwie überleben. Ah, komm schon. Los, komm. Jetzt fahr vorwärts.
Ich habe mich, glaube ich, irgendwie festgefahren. Ich glaube, das wird nichts mehr. Da haben wir noch einen. Ja, okay. Wir machen es anders. Wir machen es anders. Wir machen einfach mal hier ein Delete. Ja, bitte. So, machen wir hier einen kleineren Kampfpanzer, würde ich mal meinen. Dahin, genau. So, darauf kommen dann jetzt eine weitere Ebene. Genau, darauf kommt das. So, da muss ich jetzt mal schauen. Die Flammenwerfer. Die hätte ich gerne so. Das heißt, ich müsste, damit die da so ein bisschen rausgucken. So bauen. Oder? Genau. Ich hoffe, uns brennt dann diese ganze Formation hier nicht ab, wenn das da Flammen ausschlägt. Weil das brennt wirklich immer sehr, sehr schnell. Wunderbar. So, das probieren wir jetzt einfach mal. Wir setzen das Ding jetzt einfach mal auf den Boden. Ich weiß gar nicht, welche Taste wir das aktivieren. Moment, jetzt muss ich mal nachschauen. Welche Taste ist das? Ach, mit Y. Okay. Kommt mal her. Genau, so ist fein. Guckt mal. Ja, wir werden definitiv danach verbrennen. Aber man sieht schon. Wow. Dafür, dass das gerade ein Test war, hat das erstaunlich gut funktioniert, würde ich mal meinen. Aber das war es jetzt erstmal für diese Folge, wie wir diese zwei Eisenblöcke dort und dort in unserem Besitz bekommen. Seht ihr dann in der nächsten Folge von Besiege. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es gefunden habt. Lasst mir ein Like und ein Abo da und dann bis zur nächsten Folge. Haut rein, macht's gut. Ciao.